Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video Pilates Faszienentspannung. Dieses Video ist ein Wunschvideo von Thomas. Hallo und ich hoffe natürlich, es gefällt. Wir starten in einer aufrechten Haltung, das heißt, komm gleich mal in einen hüftschmalen Stand, komm auf die Außenkanten deiner Füße, drück die Großzehenballen nach unten und spür deine Fersen ganz bewusst auf dem Boden. Knie sind etwas durchlässig, Brustbein anheben, die Schultern sanft nach hinten unten ziehen, dreh die Handflächen mal zu mir und lass die Schultern da, wo sie sind und jetzt nur die Handflächen zum Körper zurückdrehen. Dein Scheitelpunkt, zieh den Richtung Decke und der Blick ist ungefähr im Horizont, das heißt ganz leicht nach unten abfallend. Und jetzt müsstest du eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl haben. Wenn wir aufrecht stehen, dann können wir auch gleich freier atmen, oder? Lass deine Schultern ganz kurz mal nach hinten kreisen, beweg so ein bisschen deine Schultergelenke, Schultergürtel und auch gleich deine Brustwirbelsäule. Ein bisschen durchbewegen. Da sollten wir auch wirklich beweglich sein, gerade auch für einen freien Atem. Und jetzt nimmst du deine Hände an deine Rippenbögen und dann ein bisschen weiter hier nach außen auf die Flanken. Pilates-Atmung ist die Flankenatmung. Das heißt, wenn du jetzt einatmest durch die Nase, müssen sich deine Fingerspitzen voneinander entfernen, ausatmen durch die Lippenbremse und die Fingerspitzen gehen zueinander und du spürst, wie deine Rippenbögen sich etwas mehr schließen. Einatmen und ausatmen zueinander. In deinem eigenen Atemrhythmus natürlich. Und wenn irgendwas nicht so klappt mit dem Atmen, ganz egal. Atme so, wie du dich am wohlsten fühlst. Nimm jetzt deine linke Hand an deine rechten Rippenbögen, atme ein, nimm den Arm nach oben, spür, wie die Rippenbögen sich heben und atme aus, lass deinen Arm wieder sinken. Nochmal einatmen, Rippenbögen heben sich. Und ausatmen, wieder senken. Noch einmal. Das Ganze dann auch mit der anderen Seite. Einatmen, heben und ausatmen, senken. Und dieses Armheben, das unterstützt wirklich unsere Flankenatmung. Und mit dem nächsten Ausatmen lässt du beide Arme sinken. Atme jetzt ein, nimm die Arme beide nach oben, Schultern tief, atme aus und absenken. Deshalb die Lippenbremse beim Ausatmen, denn dann aktivierst du gleich deinen tiefen Bauchmuskel, Beckenboden, dein Powerhouse. Nase ein, Mund lange ausatmen. Noch einmal genau so. Und dann gehen deine Hände noch einmal an die Rippenbögen. Zeichne jetzt liegende Achter, so ganz beweglich werden hier im Brustkorb. Ganz locker dich durchbewegen. Wenn wir viel sitzen, dann verkleben oft diese Zwischenrippenfaszien. Es lohnt sich, sich hier locker, frei, geschmeidig zu machen.
Fühlt sich vielleicht auch schon ein bisschen freier an als noch ganz am Anfang. Komm dann zur Mitte zurück. Nimm eine Handrücken nochmal gegenüber auf die Rippenbögen. Ich zeige es dir seitlich. Atme jetzt ein, den Arm nach hinten führen. Klapp dein Handgelenk um. Und wenn du ausatmest, klappst du dein Handgelenk in die andere Richtung, machst eine Faust und legst dich über einen gefühlten großen Ball hier drüber. Einatmen, vielleicht in eine andere Richtung dich aufdehnen. Ausatmen, rund. Immer wieder verschiedene Anteile erwischen. Noch einmal, vielleicht tiefer oder höher, genüsslich. Und dann löst du wieder auf und wechselst gleich die Seite. Hand als Unterstützung hier in die Rippenbögen. Und dann wirst du rund und öffnest dich nach hinten. Winkel verändern. Noch einmal, mal rund werden, wieder aufdehnen, öffne jetzt den Arm, lass den anderen Arm sinken und nimm die Handrücken nach vorne und nimm die Handflächen nach vorne, zeichne liegende Achter neben deinem Körper und versuch deine ganze Wirbelsäule in die Bewegung einzuladen, also rund werden, aufrichten, gerne noch runder, am besten ausatmen, einatmen, diagonal nach oben deinen Blick. Und immer wenn du jetzt mit deinen Armen hier öffnest, dann versuchst du ein Bein anzuheben. Also vielleicht nur leicht oder auch etwas mehr, wieder aus und anheben. Dein Tempo, deine Bewegungsgröße. Halte jetzt ein Bein hier oben, stopp, richte dich auf und lass das Bein jetzt mal ganz locker nach vorne und hinten schwingen. Schau mal, die Arme gehen gegen gleich mit. Dann hinten kreuzen. Stopp, ich zeig's dir. Zu dir, Außenkante vom Fuß. Derselbe Arm ist jetzt oben und du federst ganz sanft in deine Seitenlinie der Faszien. Komm dann langsam wieder zurück zur Mitte. Was sich immer lohnt, finde ich. Jetzt mal kurz zu vergleichen. Wie fühlt sich's an? Wie fühlen sich die Seiten an? Anders, oder? Starte nochmal mit unseren Achtern neben dem Körper. Und immer wenn du dich öffnest, hebst du ein Bein rund, anderes Bein rund. Es darf auch wackeln. Immer wenn wir wackeln, trainieren wir unsere tiefen Muskeln und aktivieren unsere Faszien. Stellungsmelder auch an den Gelenken
Halte jetzt ein anderes Bein hier oben. Super. Und schwing ganz locker einmal durch. Locker lassen. Noch einen. Hinten kreuzen jetzt. Komm wieder zu dir. Wenn links kreuzt, ist der linke Arm oben. Deine Seitenlinie auffedern, ganz sanft. Komm dann langsam wieder zurück zur Mitte und roll deine Füße leise und weich, einmal rechts, einmal links ab. Deinen Oberkörper mitschwingen lassen. Leise abrollen, die Arme locker um den Körper herumpendeln. Wirklich locker. Ganz langsam zur Mitte einpendeln. Dich aufstützen auf deine Oberschenkel und deinen Oberkörper jetzt in allen möglichen Richtungen bewegen. Nach oben, nach unten, genussvoll. Den Rücken bewegen, vielleicht auch dein Becken in einer liegenden Acht. Und dann gehst du mit deinem ganzen Körpergewicht auf die rechte Seite. Fass mit den Händen dein Fußgelenk, dann strecke links und jetzt strecke rechts, beuge links und tu so, als wolltest du den Fuß vom Boden wegziehen und federe mit deinem linken Knie nach außen, ganz sanft. Kommst du wieder zur Mitte, die Innenseite gespürt, oder? Die Zwischenrippen nochmal durchbewegen. Das Ganze natürlich auch mit der anderen Seite. Links jetzt beugen. Tu so, als würdest du den Fuß hier wegziehen wollen. Dann beug rechts und federe ganz sanft. Dann wieder zur Mitte kommen, aufstützen und ganz rund dich nach oben aufrollen, zum Stehen lockern, ausschütteln. Locker Rücken mal so richtig aus. Und während du dich da so auslockerst, kommst du auch in ein ganz sanftes Federn, vielleicht auch Twisten, mal einen Fuß nach vorne, mal den anderen Fuß nach vorne. Abwechslungsreich hier. Dich leise, federnd bewegen. Das aktiviert und trainiert unsere Faszien. Lass ganz locker. Und während du so federst, federst du an den Rand deiner Matte, sodass die Matte vor dir ist. Und da darfst du dann stehen bleiben und dich nochmal schütteln und rütteln. Ist immer schön für die Faszien. Wenn wir uns so durchschütteln, werden die Rezeptoren aktiv, hellwach. Alle möglichen Richtungen schütteln. Und dann rollst du dich langsam nach unten ab, einmal runter, bis du ruhig mit gebeugten Knien, den Händen am Boden ankommst, krabbel nach vorne und trete jetzt mit deinen Füßen einmal rechts runter, kreuze links, links runter, kreuze rechts. Einfach so ein bisschen gehen. Die Hände, die drücken den Boden nach vorne weg. Und mit den Füßen gehst du ganz geschmeidig. Dann bleibst du nochmal
mit den Füßen parallel zueinander fersen dürfen Richtung Boden. Gerne auch die Knie beugen. Feder mit deinem Brustbein Richtung Oberschenkel und komm nach 2-3 Mal Federn nach vorne in die Stützposition. Dann kommst du nochmal zurück, federst 2-3 Mal, großen Zehen leicht nach innen und kommst in die Stützposition. Gib dir Kraft und gib Dehnung in der Rückseite. Genau. Sanft federn. Und Kraft nach vorne. Noch einmal. Und wenn du dann wieder vorne ankommst, bleibst du hier. Knie nach unten. Setz dich einen Moment nach hinten zurück. Und entspanne vor allem auch die Handgelenke so richtig auslockern. Wenn das geht mit dem auf den Fersen sitzen, mach dich hier rund, richte dich nochmal auf, mach dich nochmal ganz rund, richte dich auf. Immer so mitmachen, wie es geht. Es ist alles richtig. Kannst auch gerne die ein oder andere Übung auslassen. So, dann kommst du nach vorne, nimmst deine Hände unter die Schultern. Du kannst die Hände auch ein kleines bisschen weiter nach vorne nehmen. Und jetzt kreuzst du mal dein linkes Bein über das rechte und zieh dich schon mal ein Stück zurück und löse wieder nochmal zurück. Das Iliosakralgelenk etwas lockern. Super, dann bleibst du vorne. Etwas leichter wird es, wenn du die Unterschenkel weiter öffnest. Wenn du sie schmäler zusammennimmst, wird es schwerer. Nimm, wenn links hinten jetzt gekreuzt ist, deinen linken Arm etwas mehr in die Mitte und versuch deinen rechten Arm anzuheben. Ganz weit, zieh dich hier nach oben und federe ganz leicht in diese Öffnung. Dann löst du wieder auf, super, nimmst die Hand nach vorne und wenn jetzt links hinten gekreuzt ist, nimmst du dein linkes Bein und ziehst es jetzt nach vorne durch. Richte dich auf im Oberkörper und federe hier mal ganz sanft nach vorne, spür die Dehnung. Komm wieder zurück und jetzt setzt du dich ein Stück nach hinten. Steißbein schiebt nach hinten und spür die Dehnung in der Rückseite. Du kannst jetzt auch ein bisschen mit deinen Händen spielen. Du kannst auch mal deine Fußspitze anziehen. Hände nach rechts oder nach links. Variantenreich. Dich aufdehnen. Auch hier etwas nachfedern. Einfach schauen, was tut dir gut. Und dann langsam wieder zurückkommen und dein Bein nach hinten nehmen. Einen Moment ganz zurücksetzen. Lohnt sich immer, finde ich, jetzt nochmal zu vergleichen. Wie fühlen sich deine beiden Körperhälften an? Und dann nochmal nach vorne kommen, Hände unter deine Schultern,
Und jetzt nimmst du dein rechtes Bein und kreuzt hinten über links. Feder so ein Stück zurück, komm wieder nach vorne. Ganz angenehm, oder? Bleib dann beim nächsten Mal nochmal so, dass du mit der rechten Hand jetzt auch ein Stück weiter in die Mitte gehen kannst. Deinen linken Arm zur Decke strecken und hier ganz sanft auffedern. Raus aus der Schulter ziehen. Komm dann langsam wieder zurück. Super. Nimm das hinten gekreuzte Bein nach vorne und schieb dich hier vor und feder ganz sanft in die Hüftbeugerdehnung. Gesäß aktiv. Wieder zurückkommen und jetzt entweder Bein lang, gestreckt oder gebeugtes Knie und ausprobieren, wohin möchtest du dich noch dehnen, vielleicht auch die Fußspitze anziehen, einfach selbst testen, auch hier vielleicht federnde Bewegung machen. Und dann langsam wieder nach vorne kommen. Super. Bein zurück und Knie etwas öffnen. Füße zueinander, Fußspitzen zueinander, nach hinten setzen. Kurz locker lassen. Dehnung im unteren Rücken wahrnehmen. Komm nach vorne, über die Innenseiten an den Knien schiebst du dich jetzt vor und hebst dein Brustbein, dehnst die Vorderseite, komm wieder zurück und schieb dich ganz weit nach hinten Richtung Fersen, Arme lang nach vorne. Nochmal vor, Brustbein nach vorne schieben, raus aus den Schultern und nochmal wieder zurück. Nach hinten absetzen. Nochmal immer in deinem eigenen Tempo. Spannung im Bauch. Und dann kommst du ganz in die Bauchlage nach vorne. Streck deine Beine und entspann dich einen Moment. Leg die Stirn auf deine Hände, lass dein Becken ganz locker nach rechts und links wackeln. Nimm dann deine kleinen Finger auf den Boden, etwas breiter als deine Schultern, deine Hände. Atme ein, zieh dich jetzt mit dem Oberkörper nach oben und ich mache es mal mit dir mit. Ein Arm kreuzt, lass dich zur Seite ziehen, öffne hier den Arm ganz locker, dreh dich weit in die Öffnung, dein Knie darfst du so hochziehen, wie es dir angenehm ist. Komm wieder zurück. Drück dich ein Stück rauf,
Dann ist es für die Schultern angenehmer und sinke wieder zurück. Nochmal die andere Seite. Komm hoch, tauche unten durch und zieh dein Knie an. Dreh dich so weit, wie es für dich angenehm ist. Und dann langsam wieder zurück hochdrücken aus der Schulter raus und lass dich nach unten absinken. Nochmal. Unten durch. Drehen. Genüsslich. Spirallinie aufdehnen. Wenn du dann hier liegst auf der Seite, bleib so auf der Seite, dass du mich sehen kannst. Zieh die Knie ran, sehr gut. Und lass jetzt das untere Bein in der vorderen Ecke deiner Matte. Hier denkst du dir ein Glas Wasser, leg den Kopf auf deinen Oberarm. Und jetzt nimm das Bein mal ganz lang nach unten weg. Senkrecht bleibt dein Becken, der Bauch bleibt aktiv. Das erreichst du, wenn du mit der Hand so ein bisschen auf den Boden drückst. Und jetzt kickst du mit der Ferse nach vorne, atme ein. Wenn du zurückgehst, streck dein Fußgelenk, zieh dich zurück und schau mal, mein Becken bewegt sich so ein bisschen mit, aber nicht kippen, sondern, also nicht vor oder zurück, sondern der untere Rand nach hinten und der obere Rand nach hinten. Einatmen und zurück. Ganz elastisch die Bewegung. Aus dem Powerhouse heraus. Rückseite dehnen, Vorderseite dehnen. Nochmal. Noch zweimal, 11, letztes Mal noch und ganz langsam wieder lösen, Bein ablegen. Drück dich nach oben zum Sitzen und lass mal kurz dein Becken sich so ein bisschen durchbewegen. Einmal anheben, lösen, Hüfte bewegen. Klappt das? Muss auch nicht klappen. Einfach probieren, Hüftgelenke hier locker zu bekommen. Und dann drehst du dich gleich zur anderen Seite. Einmal rum. Wir fangen wieder so an, dass wir das untere Bein in einem Eck der Matte haben. Kopf ablegen. Powerhouse aktiv, drück mit der Hand so ein bisschen in den Boden. Leichter Druck und dann geht die Ferse nach vorne ein und ausatmen zurück. Ein und aus. Klappt. Einmal und ablegen, hochdrücken, gleich mal. Dein Becken hier bewegen, anheben, senken, Hüftgelenke frei machen. Ist gar nicht so einfach. Macht nichts. Einfach probieren. Und bestimmt hast du auch ein Gefühl für Rechts- oder Links-Unterschiede, oder? Komm zurück und jetzt drehst du dich so hin, dass du
am Ende der Matte sitzt und die Matte hinter dir ist. Stell deine Füße auf und fass zuerst mal deine Unterschenkel. Mach dich ganz rund, lass deinen Kopf hängen, lass den Rücken so richtig rund werden. Wenn du einatmest, richte dich auf. Mal ausatmen, so richtig schön rund. Einatmen, dich aufrichten. Und nochmal aus. Und vielleicht kannst du die Bewegung auch ganz ohne Hände machen. Nimm die Hände nach vorne. Lass dein Becken kippen im oberen Rand. Durchblute deinen Beckenboden. Ein, wieder öffnen. Und stärke natürlich deine Bauchmuskulatur. Aus. Und ein. Nacken entspannen. Nochmal. Wenn du jetzt ausatmest, nimm einen Ellbogen mit. Einatmen, wieder nach vorne und aus den anderen Ellbogen. Und ein. Und aus. Nimm ruhig deinen Blick zu dem Arm nach hinten. Bleib hier in der Mitte sitzen und einen Moment entspannen. Ganz rund werden. Dich dann ein Stück weiter aufrollen und deine Beine so weit wie möglich strecken. Du kannst sie auch leicht gebeugt lassen. Wenn du sie streckst, kannst du dich auch auf ein Kissen setzen, dann wird es einfacher. Atme ein. Richte dich auf und jetzt Fußspitzen anziehen, ausatmend mit einer Hand, mit dem kleinen Finger, an kleinen Zeh oder in Richtung vorbeisägen. Stopp, wenn du nach rechts gehst, drück deine linke Gesäßhälfte fest auf den Boden, mach dich rund und schau zu deinem hinteren Arm. Nochmal einatmen, aufrichten. Ausatmen, Bauch einziehen, rund werden und in die Rotation. Pobacke nach unten drücken, wieder einatmen, aufrichten. Ausatmen, rund werden, einatmen, aufrichten. Immer in deinem eigenen Rhythmus. Spür die Dehnung, spür die Kraft. Klappt. Nochmal. Letztes Mal jede Seite ausatmend eintauchen. Einatmend aufrichten. Allerletztes Mal und zurückkommen zur Mitte. Entspannen, Oberschenkel fassen, langsam in die Rückenlage abrollen. Mach dich ganz klein, zieh deine Beine wirklich ran. Lass dich so ein bisschen hin und her kippeln auf dem unteren Rücken. Den unteren Rücken massieren. Mal in die andere Richtung kreisen. Dann lass ein Knie angezogen, streck dein anderes Bein nach unten aus, atme aus, atme ein, komm zur Mitte und atme aus, wechsel.
Atme ein und aus. Langes Bein. Und wenn du möchtest, dann hebst du jetzt den Kopf an und nimmst die Hand innen an den Fuß, ein und aus, innen an den Fuß. Ganz leicht deinen Oberkörper drehen. Wichtig ist, dass dein Unterschenkel, dass die immer parallel bleiben, also nicht den Unterschenkel ausdrehen. Schrägen Bauchmuskeln. Halte dann in der Mitte, Oberkörper nochmal sinken lassen, Arme neben den Körper, ausatmen, schieb die Beine nach oben, einatmen, wieder beugen. Ich mache mal so ein bisschen mit dem Rücken zu dir mit, aus, Fersen nach oben schieben, einatmen, beugen. Spür deine Bauchmuskeln, spür die Dehnung in der Rückseite. Fersen zueinander. Spür die Kraft auch vorne. Halte jetzt hier oben und mach mal ganz kleine, schnelle. Rechts vor, links vor, rechts vor, links vor. Tempo! Auch spüren, Oberschenkel, Vorderseite, Innenseiten. Nochmal halten, Unterschenkel fallen lassen. Nacheinander deine Füße wieder aufstellen. Komm wieder zu dir und kurz entspannen. Gib jetzt mit deinen Füßen Druck in den Boden und kipp dein Becken, roll dich Wirbel für Wirbel ein Stück nach oben bis maximal zu deinen Schulterblattspitzen. Einatmen, halten und mit dem Ausatmen rollst du dich von oben startend nach unten wieder. Einatmen, lösen. Ausatmen, gib Druck mit den Füßen, roll dich nach oben. Komm dann langsam wieder tief. Noch einmal, bleib jetzt da oben, halte, Becken ist ganz ruhig. Und du hebst im Wechsel, ohne dass dein Becken sich bewegt, ausatmen, rechts dein Bein und links. Und das Ganze machst du jetzt nur mit einer Seite. Und zwar federst du ganz sanft, tschack, wieder nach unten. Bleib oben mit deinem Becken. Und dann wechselst du auch die andere Seite. Anziehen, locker. Becken bleibt. Den Fuß absetzen und ganz langsam tief rollen. Puh, sehr schön. Auslockern. Jetzt versuch deinen Rücken etwas nach unten zu drücken, den unteren Rücken, und löse ihn nochmal. Also komm in so eine ganz leichte Beckenschaukel. Runterdrücken, lösen.
Versuch dich in der Mitte einzupendeln. Das heißt, du liegst in der neutralen Position deiner Wirbelsäule. Im unteren Rücken etwas Luft. Und dein Schambein und deine Beckenknochen befinden sich parallel auf einer Linie über dem Boden. Halten. Denk an die Atmung, auch ganz am Anfang Nase ein, Mund aus. Powerhouse aktivieren. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Ohne dass sich irgendwas hier im Becken verändert. Ein. Ausatmen. Bauch sanft nach innen ziehen. Halte diese Spannung und hebe ein Bein nach oben an. Bleib neutral im Becken. Der Oberschenkel ist senkrecht zur Decke zeigend. Und jetzt lass du dein Knie nach außen kippen, ausatmend. Einatmen zur Mitte. Ich zeige es dir auch wieder ein bisschen von hinten. Aus. Das andere Knie ist ganz ruhig und senkrecht. Beckenboden spüren. Bauchmuskel spüren. Einen noch. Wieder zurückkommen. Kurz aufstellen. Entspannen. Hast du gemerkt? Bauchmuskel, Beckenboden. Bleib nochmal in der neutralen Position, aktiviere dein Powerhouse, heb dein anderes Bein jetzt an und lass das Knie nach außen kippen, ausatmend, ein wieder zur Mitte. Noch zweimal. Komm zur Mitte zurück, stell den Fuß auf und lockere ein bisschen aus. Beine ausschütteln. Eine letzte Übung noch. Einatmend, die Arme zurückführen. Und ausatmen, wie im Stehen, Hände über dein Brustbein, nach vorne und vielleicht deinen Kopf ein bisschen mit anheben, Platz zwischen Kinn und Brustbein und wirklich nach oben, diagonal oben ziehen. Nochmal einatmen, zurück. Ausatmen, Hände über dein Brustbein, Kopf und Schultergürtel, mit anheben, Rippenbögen schließen. Und ein. Gerade Bauchmuskulatur. Versuch immer noch diese neutrale Position beizubehalten. Wenn du neutral bleibst, kannst du deinen Beckenboden aktiviert halten, deinen tiefen Bauchmuskel. Und wir trainieren die geraden Bauchmuskeln automatisch. Bleib jetzt hier. Handflächen Richtung Decke. 4-5 Mal Staccato durch die Nase ein, Handflächen zum Boden. Durch den Mund Staccato aus. Ein, aus. Kannst den Kopf auch ablegen, wenn es dir zu viel wird. Wir trainieren unser Zwerchfell, ein wichtig stabilisierender Muskel. Gehört auch zum Powerhouse dazu. Letztes Mal noch. Und abrollen.
Fußsohlen aneinander, Arme zurück, Augen gerne schließen, entspannen, deine Bauchdecke sich heben und senken, entspann dein Unterleib, dehn deine Bauchmuskulatur. Dann streck dein rechtes Bein nach unten aus. Nimm deine Arme zur Seite und dein linkes Knie nach oben und lass es ganz entspannt von rechts nach links pendeln, ganz locker. Dein ganzer Körper darf mitgehen in die Bewegung. Ganz langsam zur Mitte, Bein ausstrecken, einen Moment vergleichen, wie fühlt es sich an? Eine Seite länger, dann nimmst du die andere Seite jetzt nach oben und lässt auch hier dein Bein nochmal pendeln. Kommst zur Mitte zurück, streck beide Beine aus, vergleiche einen Moment. Und nimm deine Hände auf deinen Unterbauch. Schließ die Augen und versuch ganz tief in deinen Bauch ein- und auszuatmen. Nase ein, Mund aus und spür, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Nimm dann deine Hände etwas höher an deine Rippenbögen und versuch jetzt deinen Brustkorb zu heben und zu senken. Die Brustkorbatmung. Du kannst auch durch die Nase ein- und Nase ausatmen, wenn du möchtest. Wenn das gut klappt, dann versuchst du jetzt in den Bauch ein, Brustkorb ein, Bauch aus und Brustkorb auszuatmen, wie eine Welle. Bauch ein, Brustkorb ein, Bauch aus und Brustkorb aus. Und dann versuch nochmal ganz normal tief ein- und auszuatmen, zu entspannen. Ganz besonders auch deinen unteren Rücken mit jedem Ausatmen tiefer sinken lassen. Weiter entspannen. Es
Gern deine Arme neben den Körper legen. Und wenn du Lust hast, fängst du langsam an, dich ein bisschen zu bewegen. Deine Hände, deine Füße, streck dich und räkel dich. Komm ruhig so ein bisschen in Bewegung. Dieses Räkeln und Strecken und Gähnen entspannt wirklich. Deine Füße breiter als die Matte aufstellen und deine Knie jetzt einfach mal nach rechts und nach links kippen lassen. Ganz locker. Hüftgelenke mobilisieren. Irgendwann auf eine Seite dich drehen und ganz rüber kommen zur Seite. Über die Seite dich weiter nach oben drücken zum Sitzen. Bleib nochmal ganz aufgerichtet sitzen. Lass die Schultern locker. Geht's gut? Ich hoffe doch. Atme ein und beide Arme nach oben. Atme aus. Sich auf eine Seite sinken, atme ein und zur anderen Seite aus. Nochmal ein. Dreh dich mit dem Ausatmen jetzt, so weit wie es geht. Atme ein, komm zur Mitte und aus zur anderen Seite. Nochmal ein, aus, ein, aus. Zur Mitte kommen und deinen Rücken ganz rund werden lassen. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, rund. Bleib sitzen. Nimm ein Bein unter dem anderen hindurch und komm ein zweiter auf deine Hände, auf deine Füße, stütz dich auf deine Oberschenkel, beweg deinen Rücken hier nochmal ganz entspannt und roll dich über deine Mitte auf zum Stehen, lass locker. Deine Schultern nach hinten kreisen. Lass die Arme jetzt ganz entspannt durchschwingen. Ich zeige sie so ein bisschen seitlich. Einfach mal rechts und links neben deinem Körper vorbei schwingen. Ganz schwer fallen lassen. Noch größer werden. Und dann die Arme nach vorne, rechts und links. Nimm deine Beine mit, komm in einen großen Arm- und Beinschwung von rechts nach links. Dich wach machen.
kleiner werden und noch einmal um den Körper herum pendeln. Ferse hebt mit ab. Ganz schwer fallen lassen. Ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln, in der Mitte stehen bleiben und wenn du möchtest, nochmal die Augen schließen und in dich hineinspüren. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Stehst du stabil? Stehst du aufgerichtet? Wie fühlt sich deine Atmung an? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Atme aus, öffne deine Augen, atme ein, zieh dich lang, atme aus, lass nochmal los, nochmal ein, jetzt kommt ein Test, zieh dich auf die Fußspitzen, halte dich hier oben, hol dir Ganzkörperstabilität. Sehr gut, komm nochmal tief, lass locker, schüttel dich aus, schüttel wirklich den ganzen Körper aus, Arme, Beine. Lohnt sich dieses Rütteln und Schütteln, aktiviert nochmal alle Faszienrezeptoren. Die Schultern locker, atme aus, zieh die Schultern hoch, atme ein und zieh sie ganz bewusst wieder nach unten. Nochmal ausatmen, nochmal ein, aus, ein und ein letztes Mal noch aus. Und dann lässt du deine Schultern ganz entspannt nach unten fallen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Du fühlst dich wohl. Freue mich natürlich riesig über einen Kommentar unten, wenn es dir gut getan hat, über ein Gefällt mir. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit auch wertschätzen. Vielen Dank mit, was es dir wert ist im Monat. Vielleicht 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, was du möchtest. Wenn du willst, einfach meinen Kanal abonnieren, das ist kostenfrei. Empfehle mich gerne weiter, also gerne das Video auch an jemanden schicken, der sich auch bewegen möchte. Übrigens, es gibt eine ganze Faszien-Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Schau einfach mal rein. Oder eine Pilates-Playlist oder eine aktive Entspannungs-Playlist. Also vielleicht findest du da auch noch passende Videos für dich, die dir gut tun und gefallen. Ansonsten ganz einfach. Bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann!